That fucking door! Ihr dürft das nicht auf YouTube stellen. Meine Mutter verfolgt euch. Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu einem neuen... Warte mal, irgendwas stimmt hier noch nicht. Besser. Ja, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ihr seht es im Titel. BBM steht an. BBM After Movie. Das ist es, worauf wir jetzt alle quasi 2 Jahre gewartet haben. Dank Corona, ja, 2020 nicht stattgefunden hat. Ich muss jetzt einmal noch zum Zahnarzt. Es ist Freitag. Das BBM ist als kleine Version, findet als kleine Version gerade statt. Die meisten Leute sind ja jetzt schon da. Ich bin noch in Hamburg und muss jetzt quasi einmal zum Zahnarzt. Und dann fahre ich 7 Stunden weiter runter nach Nördlingen. Ich fahre leider alleine. Heißt, niemand von HWK kommt mit. Wir haben alle irgendwie spontan doch was anderes vor oder irgendwie doch keine Zeit. Würden erst zu spät losfahren können und dann würde sich das nicht lohnen, weil ist ja auch nur 3 Tage, Freitag, Samstag, Sonntag. Es ist jetzt Freitagmittag, lohnt sich dann für die meisten nicht mehr. Ich habe im Livestream und auf Instagram rumgefragt. Es haben sich ein paar Leute gefunden, die auch alleine sind und mit niemandem dahin fahren konnten. Jetzt fahren wir alle quasi irgendwie aus Deutschland los. Ein paar sind jetzt schon da, glaube ich. Ich weiß nicht, wie wild es wird. Es hieß auch, dass ich auf einer Blacklist bin. Ja, weil ich habe gerade mitbekommen, dass die Leute da vorne meinten, dass du irgendwie auf der Blacklist stehst. Weil ich mich so asozial benommen habe letztes Jahr. Ich weiß gar nicht warum. Also eigentlich haben die sich mir gegenüber asozial verhalten. Ich meine, vor Gericht habe ich ja recht bekommen damals. Also naja, es wird spannend, ob ich nach 7 Stunden Fahrt dann wieder umkehren darf, weil ich nicht aufs Gelände gelassen werde. Oder ob das nur Schmuh ist. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei diesem Video. Ich hoffe, ich habe Spaß dieses Wochenende. Viel Spaß euch bei diesem Video. Let's go! Ja, was man halt so macht, auf entspannt nochmal eine Wurzelkanalbehandlung. Jetzt geht's aber los. Aber ich glaube, vorher gucke ich nochmal, ob ich die Seitentür... Junge, ich rede wie ein Behinderter. Ich bin auch gerade, glaube ich, behindert. Ob ich die Seitentür nochmal zugebunden bekomme, weil die geht mir sonst auf bei der Fahrt. So Leute, herzlich willkommen. Absolut wilder Tag, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gerade den Drop fertig gemacht. Klamotten verpackt. Achso, ich fahre, ne? Wir haben gerade die ganzen Merch-Sachen, alles verpackt, was ging. Und sind jetzt ganz spontan auf dem Weg zum BBM, um euch ein hammergeiles Video zu zeigen. Und wir haben jetzt genau 8 Stunden. Jetzt hält er nicht zu, ich merke das doch. Und wir haben jetzt genau bis 22 Uhr Zeit. Nein, wenn wir jetzt, ja, bis 22 Uhr das einlassen und wenn wir jetzt losfahren, sind wir 22:30 da. Genau, und das... Und wir haben jetzt gerade echt in irgendwie 2-3 Minuten unsere ganzen Sachen gepackt. Das ist ultra die Spontanaktion. Ja, von daher, wir nehmen euch jetzt einfach mit. Hast du mein Handy? Ich glaube, es wird ein absolut... Hast du ein Portemonnaie mit? Ich hab Geld. Unvergessliches Wochenende. Ja, wird komplett wild. Sag noch schnell tanken und dann einfach kicken. Dann einfach kicken. Bayern ist das. Kickdown, also 7 Stunden Autobahn und... Nee, 8:30 sagt Navi. Also wir kommen 22:30 an, so. Ja, Digga, wir müssen bis 22 Uhr da sein. Egal, wir versuchen den gleich mal zu schreiben oder so. Spaß. Vielleicht kann da ja irgendjemand was machen, ne? Jo, also von daher, bleibt dran, es ist ultra spannend. Beide da. Ist aber auch wieder Timing. Oder? Wir müssen noch tanken, einkaufen und alles. Ja, Digga, tanken machen wir gleich komplett, schnellstes Tanken der ganzen Welt. Ich hau einen Kanister voll, Bikes scheißen wir drauf. Scheiße, nehmen uns irgendwo Sprit. Bus gleich richtig voll knacken. 600 Kilometer. Ja, Digga, auf Vollgas, das schaffen wir genau einen Tank durch. Gleich richtig schnell tanken. Ich tank, du wirst bezahlen. Du machst nach dem Bike-Kanister voll, dann beide zapseilen. Und dann ab auf die Bahn und dann Kickdown. Hamburg ist Stau und Bremen ist Stau. Hamburg ist Stau gegen Ufer, meinst du? Nee, Hamburg ist übel, Elbtunnel. Und zwischen Hannover und Bremen. Man kennt die Dinger. Soltau auch zu. Oder, da ist nicht Hannover, da ist nicht Bremen, Alter, da drunter. Ach, da drüber ist Bremen, ey. Und Kickdown, immer draufbleiben. Komm, mach jetzt aber auch. Fahr jetzt aber auch hier. Ich tank Auto, du tankst Kanister. Ja. Auto, du lässt mal laufen. Komm, mit. Scheiße. Wo ist der Kanister? Der ist nicht hinten. Ja. Super oder super bloß? Super, scheiß drauf. Maske auf? Das reicht ganz schön.
Jendrik, was ist die Hauptsache, wenn man auf dem Bike nicht fährt? Felgen müssen geputzt sein. Felgen müssen geputzt sein. Mach schneller. Komm, nun mach aber auch hier. Ah, du aber auch. Jendrik, bezahlen. Komm, nun mach. Unsere Ankunftszeit wird nicht besser. So geht los, wir kommen links, abfahren. Hast du alles? Ja, warte. Super. So, Digga, Mini, halt hier einmal schnell pingeln gehen. Wir haben immer noch 22 Uhr draufstehen. Ankunftszeit 22 Uhr ist, pingel schneller, Mann. Nein, ich schlafe auch. Ey, pack die Scheiße hier wieder ein, Mann. Ist da noch Platz zum Pinkeln? So, Digga, jetzt komm auch hier weiter. Du fährst, ich hab keinen Bock mehr. Geht weiter. Abfahrt mach ich jetzt aber auch hier. Ja, aber nichts mehr. Geht weiter, Ankunftszeit 22 Uhr. Kickdown. Ja, aber für Bahn wieder. Wir sind im Harz angekommen. Wir schnallen trotzdem wichtig. Kinder, schnall euch immer an hier. Lass die Felgen heile, nicht scheiß drauf. Scheiß drauf. Scheiß drauf, Digga. Dann noch ich steif, ey. Boah, Digga. Kippt euch alles durch die Gegend. Kickdown. Kickdown. Boah. Oh, Digga. Halt's Maul. Passt das? Oh, Junge. Alter! Junge, ey, Henri! Das war richtig eng, Alter. Quatsch! Die regen sich auch übel auf. Auch ein Bier? Auch ein Bier. Auch ein Bier. Auch ein Bier. So, hier, auf Big Bike Meet, ne? Oh, Bruder. Prost. Prost. Und es geht schon wieder. Ich sag's dir, jetzt müssen wir alle zwei Stunden alle ins Pinkeln. Und dann die Uhrzeit so. Alle zwei Stunden pinkeln? Damit bin ich einverstanden. Meine Fresse. Bruder, es war aber ganz schön eng. Komm, du mach aber auch. Ankunftszeit 22 Uhr immer noch. Wir müssen Zeit rausfahren. Piss dich hier. Wir haben es immer mit links jetzt abgefordert. Stell immer Ladedruck rein. Immer Ladedruck rein, Baller. Komm. Verpiss dich da. Wie viel haben wir jetzt schon rausgefahren? An Zeit? 20 Minuten oder so. Wie viel? 20. 20 Minuten? Ja, mal gucken. 22 Uhr Ankunft immer noch. Kickdown. So, angekommen. Eine Dreiviertelstunde sind wir schneller gewesen. Yay! So, liebe Leute, ich bin jetzt seit einer Stunde auf dem BBM. Es war natürlich, wie ich mir schon fast gedacht habe, unangenehm. Bin in die Warteschlange rein und da kam direkt ein Security, der mich wohl auch kennt. Grüße gehen raus, Digga. Und es hieß wohl, also es hieß direkt, yo, Herr Vogel. Ich war schon echt so, ach nee, Digga, gar keinen Bock jetzt. So, und dann hieß es, ja, wir haben jetzt ein kleines Problem zwischen uns, also zwischen BWM und mir. Die wollten mich nicht aufs Gelände lassen, weil ich auf einer Blacklist stand, die aka auch einfach Hausverbot whatever gilt. Und ja, nach 30 Minuten klärendem Gespräch mit dem BWM-Veranstalter, dem Security und mir, durfte ich dann doch noch aufs Gelände. Bin jetzt auch gerade schon einmal hoch und runter gelaufen, hab schon gefühlt der halben Welt Hallo gesagt und ein Bierchen getrunken. Jendrik und Finn kommen jetzt doch noch. Die sind auch, glaube ich, demnächst da. Ich bin gespannt. Es wird einfach lustig. Es wird wild. Ich weiß ja nicht, ob das so richtig ist hier mit den Feldwegen. Wie viel Zeit haben wir wieder rausgefahren? Wir hatten irgendwie 22:15 beim Losfahren. Jetzt sind wir Viertel nach 9 sind wir jetzt da. Beste Leben, oh shit, Alter. Digga, was ist hier denn? Oh. Alter! Scheiße, wir machen ein Trinken! Let's go, ey! Die Apfelschorle zu uns nehmen! Junge, jetzt aber noch mal ganz kleine Korrektur. Das sieht hier echt nicht aus wie das BBM. Alter, Alter, oh shit, Digga! Hey, aber guck aufs Navi! Ja, oh shit, hier müssen wir über den Acker fahren. Alter! Können Sie hier keine Straßen leisten, oder was? Wir haben uns einfach maximal lost verfahren. Jetzt kommt hier schon. Oh ja, der kommt hierher! Der kommt hierher! Wir fragen ihn jetzt einfach. Was ist das für ein Scheiß, Mann? Ich glaube, wir sind komplett falsch. Ja, wir wollen da hin. Wie kommen wir da rein? Das hat das Navi uns hier... Oh, da ist ein Fluss. Wir wollten hier gerade durchfahren, wenn ich ehrlich bin. Wie müssen wir fahren? Oh, nö. Ja? Ja. Alles klar. Danke dir. Danke dir. Was kann man bitte schon wieder sein? Scheiß Hamburger. Wahrscheinlich sind die letzten Idioten die einzigen, die es bis jetzt geschafft haben, falsch zu fahren. Was macht ihr denn da? Ja, Junge, wir wollen hier rauf. Was denn sonst? Was angeln gehen oder was? Ist der Typ einfach fast in den scheiß Fluss reingeflogen. Ja. Angekommen auf dem BBM. Gülle auf, haben wir da. Das kann ja einfach nicht mehr schlimmer werden. Was macht ihr hier? Na, dann müsst ihr da lang fahren.
Hier ist mein Ticket, ich bin drinne. Let's go. Jetzt müssen wir irgendwie noch uns ein Bändchen holen und so. Und dann geht das auch endlich los. Ab geht's. Auch saufen. Let's go. Woo! Sowieso, ich warte nur auf den Begrenzer. Ist das behindert, Digga? Gibt's doch gar nicht. Ein Begrenzer geht immer. Begrenzer dürfen bis 1 Uhr nachts. Ne, 300 Uhr nachts gehört? Ohne ja. Inschaltdämpfer? Nein, habe ich noch nicht. Ja, das machen wir jetzt. Dann musst du das gleich anhören. Digga. Wenn die Drehung kommt, oh, Maschallah, Bruder. Bis 1 Uhr nachts dürfen wir Begrenzer machen. Aber auch! Ja, es ist jetzt keine 2 Stunden her, ich habe meinen Autoschlüssel verloren. Du hast ihn stecken lassen, hast du gesagt. Du hast ihn auf jeden Fall im Auto. Erstmal, glaube ich, wieder zurück und meinen Schlüssel suchen. Ja! Hendrik, Alter! Von HWK, Digga! Let's fucking go! Yeah! 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 Hey, kennt man den nicht auch von Instagram? Warte, mit Astro darf man mich nicht sehen. Schön, der trinkt einen. Wir sind falsch. Junge, was ist denn? Was ist nein, du musst noch ein Outro sagen, weil ich gestern Abend nicht mehr gefilmt habe. Gestern Abend. Warte kurz, Gamer feiert Musik nicht. Ich war halt Retalk einfach um 5:30 im Bett und seit 1,5 Stunden geht hier irgendwie wieder Party. Digga, hier ist auf jeden Fall über organisiert. Wir haben gerade so einen Typen, also hier kommt einfach, fährt so ein Wagen rum. Digga, erst musst du erzählen, wie das hier gestern Abend war. Nick, wir können ja auch sehen. Digga, AWK-Community einfach. Ist komplett geil, krank, Alter. Oh, warte, unsere Brötchen kommen. Nee! Halt's Maul, Ehrenmann. Junge. Danke dir. Ehre. Oh, Ehre. Ich dürst ein Bier gut nachher. Danke dir. Geil. Hier fährt halt irgendwie so ein Brötchenwagen rum. Da hat er uns jetzt mal eben ganz kurz Brötchen geholt. Oh Junge, ist einfach kompletter Ehrenmann. Ich will jetzt auch gar nicht lange aufstehen. Nö, ich auch nicht. Ah, scheiß drauf. Oh, das war gestern Abend echt doll, bin ich ganz ehrlich. Einfach nur heftigste Community. Ohne Scheiß, Mann. Wie viele HWK-Leute hier waren oder hier sind, wie auch immer, einfach Merch so. Merch anhaben, wow, Merch gekauft haben. Einfach nur geil, von daher Turn-Up in den letzten, Turn-Up in den nächsten Turn-Up, let's go. Man. Von dem einen Turn-Up in den nächsten Turn-Up, let's go auf ein geiles Event. Hast du dir mal meine Schuhe angeguckt? Was ist denn hier? Ja, frag nach, Digga, die war gestern weiß. Die war gestern weiß. Ja, Digga, meine Crocs. So, nochmal kurz Olivenöl und Pfeffer organisiert. Jenrik, ich koche uns hier jetzt mal was. Zum Frühstück gibt es Rührei mit Brötchen. Und das hauen wir jetzt hier alles auf den Gaskocher drauf. Wow. Ich habe meine goldenen Crocs leider zu Hause vergessen. Digga, da ist doch so ein Sicherheitsmechanismus drin. Ist draufdrücken oder was? Nein. Du musst ihn rausmachen. Du musst ihn das rote rausnehmen. Ach, das, Alter. Ja. Wie? Hey, Mann, ich habe meine Gold-Glitzer-Crocs vergessen. Da ist doch Fell drin. Ja, deswegen nur außen bitte. Digga. Voll am Start, oder? Übel nice. Aber ja, einfach 11 Uhr morgens und jetzt zeigen wir, was wir hier machen. Ganz sneak peek, einfach eine Bar. Cuba Libre? Sehe ich uns. Mach aber auch. Geile Alte, Mann. Falscher Hoodie. Geile Alter. Oh, nicht so früh am Morgen.
mit den 300, ne? Naja, übrigens, hier wird auch Motorrad gefahren. Yo! Ja, reicht auch. Ich habe eine Dose gehört. Aluhahn vorspannen. Und los! Schwach. Veranstaltungen kann man auf jeden Fall richtig viel Motorrad fahren und warten. Ready to race, Alter, gleich zieh ich euch an. Mittlerweile 11.30 Uhr. Ja, die ersten Getränke werden getätigt. Kaltgetränke sind schon drin. Und der Kollege hat mein T5 damals vor einem Jahr ungefähr, ne? Vor einem Jahr, genau. Vor einem Jahr gekauft. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal an. Ja, ich bin richtig gespannt. Aber er läuft noch. Und alles ist gut, oder? Der ist perfekt. Ja, perfekt, ja, Digga. Hier wurden auf jeden Fall schon wilde Partys gefeiert, sagen wir es mal so, ne? Das Better, ja, nenn es Party auf jeden Fall. Ich würde es Orgie nennen, aber ist okay. Das Better mehr lit als die ganze deutsche Sportmotoszene. Oh! Ja, und ich habe hier sehr viele Stunden auch geschlafen einfach. Oh, schön. Junge Mann. Oh, er riecht auch noch wie früher. Oh, geil. Junge. Geil. Oh, ich vermisse dieses Auto, ne? Tja, wolltest ja ein ML haben. Und dann kommen wir was Neues. Ja. Ja, Mische, Kippe, Dose, Goldlack, womit mir meine Kosten lang gestanden sind. Viel gezogen, ja. Let's fucking go, man. Mit dem Grashalm da auch drin, Digga. Mische? Geil, Mann! Jetzt verheilt das. Das ist euer Wohnmobil. Mit Garage. Tja, willst du mich verarschen, Mann? Das Ding ist größer als mein Iriab Karts. Wieso fährt das nicht? Kann ich da mal eine Runde fahren? Kann ich mit dem Kart fahren? Mit dem Kart? Ja. Vielleicht nachher. Nachher bin ich schon zu betrunken. So. Ich hab keine Ahnung, wie spät das ist. Ja, scheiß drauf, Digga. Ich erkläre das gleich nochmal. Geiler Alter, Mann! Fick die Karre! Fick die Karre! Los! Alter, was geiler Arsch, Mann! Hey, geile Alter! Yeah. Ja! Können wir dir die Sticker auf dein Pro kleben? Es passt perfekt! Wirklich, das matcht auch von der Farbe, von der Hose. Ey, wirklich, Digga. Das ist auch wirklich wichtig, oder? Du hast die Hose, glaube ich, nur deswegen. Zack, 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 zack. So muss das. Jawohl! Das ist doch hier. Hallo. Der Name ist süß, den Rest finden wir noch heraus. Ey, guck dir die doch an. Ich bin jetzt schon verliebt. Süß. Ich bin jetzt schon verliebt, hallo. Wir sind ehrliche Jungs. Wo ist dein Cap? Hast du einen Freund? Das ist die erste Frage, oder? Nein, das war eine, die zehnte oder so. Natürlich. Hat sie nicht! Den Rest seht ihr dann im Abspann. Mitfragen? Du musst auch einfach fragen. Ich glaube, die finden das okay. Ich will mir den kurzen Rest liegen. Du hast einen schönen Hintern, dürfen wir ihn draufgehen. Ja, der hält dann nicht. Doch, darf ich mir hin? Ja. Na los! Top. Guter Po. Wenn er abgeht, dann machen wir mal einen neuen drauf. Okay. Nein, ey, das ist jetzt aber asynchron. Da muss auf die andere Seite auch noch einer rein. Ja.
Ja, ich mache einfach auf die andere Seite auch noch ein. Dann ist das nämlich parallel und auch gleiches Gewicht, dann läuft sich das ja viel besser. Weil sonst ist das schlecht, weißt du? Sonst kriegst du umdrehen. Ich hoffe, du hast keinen Freund. Okay, tschüss. Das ist natürlich unangenehm. Tschüss. Alles klar, Digga, danke. Eins, zwei, drei, Füße! Komm, es muss schneller gehen. Hau weg den Scheiß. Yo, und weg ist die Boxe. Ey, was hast du? Schmeiß das mal jetzt voll auf. Mit richtig Schwung, Alter. Vollgas. Ja, schmeiß das Ei jetzt noch. Und du fährst jetzt mit meinem Moped, damit alle Leute denken, dass ich noch fahren kann. Noch ein bisschen mehr Körper betonen. So ein bisschen Brust raus, hinter noch ein bisschen und dann so Brust raus. Ja, genau. Ein geiles Produkt. So Motorradersatz hier, Teile 24, Bike Wash. So ein geiles Produkt. Bist du zufrieden? Ich bin super zufrieden. Was hast du? Das nicht? Doch. Hier war irgendein Kleber drauf, ich habe es hiermit nicht abbekommen. Bremsenreiniger. Dann habe ich einen Sprüher hiervon genommen. Bike Wash und es war weg. Ein Sprüher und es war weg. Es war so. Alter, was ist das jetzt für ein Produkt? Ein super geiles Produkt. Danke. Danke, jetzt nochmal. Danke an Motorradersatz 24 für dieses geile Produkt, ja. Toll, dann haben wir unsere Werbung für dieses Video auch erledigt. Geile Alte! Meine Simson ist ausgegangen. Wie sieht es bei dir aus? Ist Ende? Die Simson ist halt zuverlässig. Meine läuft. Ich schieb dich an. So, ich bin jetzt hier von meiner Simson aufs Pitbike übergegangen. Wie viel Kubik? Ey Leute, also es ist echt ein krasses Teil. Ist eine fucking 140er. Scheiße, Alter. Schnauze. Ja? Kaufwort. So, Jenrik, lass mich jetzt in Ruhe. Für dich brauchen wir jetzt die hier. Ich versuche gerade zu klären, dass ich fahren darf. Ja, okay, top. Manning, jetzt nicht zu überragen. Was sagst du dazu? Wir fahren weiter, komm. Und abwarten. Oh, scheiße, warte. Jetzt. Wie siehst du an der Kamera? Wegen hier tauschen. Was? Kann man mal ein Merch mit? Kauft Merch im Shop. Kauf Merch im Shop, ihr habt's alle gehört! Ein bisschen erzählen. Okay, Freunde, es ist jetzt mittlerweile Samstagabend. Die ganze Security hat komplett hinten richtig abgefuckt. Das heißt, hier wird nicht mehr gefahren. Hier wird keine Bikes mehr gefahren. Bla bla bla. Ich hab richtig Stress. Lieber Wupp. Auf jeden Fall ist jetzt hier riesen Dance am Start. Es sind hammer viele andere Leute hier, die irgendwie so ein komisches Ticket bezahlen. Scheiße, nein, Digga, hier ist ein scheiß HBZ-Konzert.
Ja, irgendwie ist HBZ hier. Ich weiß nicht, ob das HBZ ist. Ist das scheißegal. Wir trinken erstmal jetzt eine Rakete und dann geht Party ab. So Leute, was geht? Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind gerade aufgewacht, irgendwie um 5 pennen gegangen. Ja, und jetzt halt um 9 also wieder aufgestanden. Das war alles nicht so erholsam. Ich fühle mich echt scheiße, muss ich sagen. Letzte Nacht 4 Stunden gepennt, heute 4 Stunden gepennt. Ja, hier ist jetzt halt, ja, wie halt das auf so einem Event so ist. Die Leute packen zusammen, laden ihre Bikes ein. Keine Ahnung, nichts Besonderes. Wir fahren jetzt auch nach Hause. Ich habe auch gar keinen Bock mehr. Aber ey, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wenn ihr schon dabei seid, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Abo reinschallern, Alter. Und schaltet euch wieder ein, wenn es heißt Jenrik putzt Zähne. Nein, okay, Spaß. Reingehauen, bis nächstes Mal. Schönes Wochenende. Bla, bla, bla. Liken, kommentieren, Abo, bla, bla, bla. Tschüss. So, Leute, eigentlich war das Video schon vorbei, aber es läuft wirklich alles absolut scheiße. Wir haben gerade Brötchen gekauft hier bei der Tankstelle. Dann wurden beide Karten abgelehnt. Dann habe ich noch 50 Euro im Auto gefunden, jetzt haben wir bezahlt. Jetzt wollten wir tanken, haben wir dann gesagt. Gut, dann tanken wir jetzt halt einfach. Einfach, ja, komm, auf seinem Konto. Ist ja so, wisst ihr es. Ja, und jetzt passiert noch was viel Dümmeres, das wäre einfach Performance Diesel getankt. Performance Diesel. Jenrik, zieh das Ding da raus, ich park um und dann hier Diesel, Performance Diesel. Wir fahren kein Performance-Auto. Ich will jetzt nach Hause. Hier so eine Kacke, Mann. Es kostet eh schon 1,50. Ich hasse uns. Ich hasse uns und unsere Dummheit. Umparken und zahle ich gleich 2 und dann ab, fertig. Ich kotze, glaube ich, gleich auf die Tanke.